Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um Geopolitik im Nahen Osten. Handelt sich wieder um ein Video, das nur zu verstehen ist, wenn man die vorigen Videos schon gesehen hat. Deswegen an die, die die noch nicht angeschaut haben, schaut euch die Clips erst an, am besten der Reihe nach, die sind durchnummeriert. Und wenn ihr speziell die Daniel-Reihe angeschaut habt, dann kommt gerne auch wieder hierher zurück. Dann kann man das besser verstehen. Für alle anderen folgendes. Daniel zeigt uns ein Standbild. Dieses Standbild hat ein goldenes Haupt, silberne Brust und Arme, einen bronzenen Bauch, dann vier Schenkel und dann folgen zwei Füße mit 10 Zehen. Das goldene Haupt, das steht für Babylon, die silbernen Arme für Medo-Persien, Medien-Persien, deswegen zwei Arme. Dann kommt Alexander der Große, der bronzene Bauch. Auf Alexander den Großen folgen vier Schenkel, vier Diadochenkönige. Und in der Endzeit kommen zwei davon wieder neu auf. Die entstehen plötzlich wieder in der Endzeit. Und zwar sind das, wenn man Daniel konsequent durchliest bis in Kapitel 11, die beiden Dynastien der Seleukiden und der Ptolemäer, sprich Syrien, die Seleukiden, und Ägypten, die Ptolemäer. Allerdings werden die im Standbild gezeigt als zwei Füße, also kleiner als Schenkel und schwächer als Schenkel. Aber sie werden in Daniel angedeutet, zusammen mit den 10 Zehen, da haben wir schon einen Clip drüber gemacht. Die Frage ist natürlich, welche der vier Diadochenkönige kommen denn auf, wenn das dann in der Endzeit nur noch zwei sind? Und dazu muss man einfach Daniel lesen, und zwar bis zum Schluss, bis in Kapitel 10, 11 und 12. Dort werden uns die beiden Dynastien gezeigt, und zwar in einer ganz erstaunlichen, frappierenden Genauigkeit, die Jahrhunderte vorher von Daniel aufgeschrieben wurde, nämlich die Seleukiden-Dynastie und die Ptolemäer-Dynastie. Es ist so, dass Daniel in Daniel 2 dieses Standbild zeigt als einen groben Setzkasten, in den alle folgenden Prophetien von Daniel bis ins letzte Kapitel hinein eingeordnet werden können. Das heißt, wir haben also im Standbild so einen groben Überblick, einen groben Setzkasten, und da rein kann man Daniel 7 und Daniel 8 mit dem kleinen Horn und die ganzen Prophetien, die dann darauf erfolgen, in dieses Standbild einsetzen und mit dem Standbild abgleichen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn für die Endzeit vorhergesagt ist, dass zwei Füße nochmal kommen, dass diese zwei Füße auf die vier Schenkel folgen, dass diese beiden Füße, so wie Daniel 11 uns im Detail zeigt, die Seleukiden und die Ptolemäer sind, dann müsste ja in der Endzeit Syrien und Ägypten wieder entstehen. Und um das mal in der Weltgeschichte einfach mal so ein bisschen anzuschauen, was denn da im Nahen Osten in den letzten 100, 150, 200 Jahren so passiert ist, habe ich mal eine Weltkarte aus dem Internet rausgenommen, so eine interaktive Weltkarte. Ich gebe auch einen Link dazu im Apparat unten. Und dann kann man mal gucken, das fängt mit 1828 an, da wurde Griechenland gegründet und dann folgen relativ schnell auch die übrigen Staaten. Ich glaube, das wird interessant, und wir gleichen das mal ab mit dem, was wir in Daniel vorhergesagt bekommen, und gucken mal, ob das irgendwo in Verbindung steht. Ich glaube, wie gesagt, das wird spannend. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche Gottes Segen und viel Gewinn beim Zuschauen. Ja, wir beginnen unsere Reise im Jahr 1928. Hier sieht man in dunkelblau die Ausdehnung des Osmanischen Reiches zu der Zeit, was aber schon auf dem Rückzug war. Und im Jahr 1830 wurde dann Griechenland gegründet, hatte sich unabhängig gemacht vom Osmanischen Reich und entstand 1830. Das Osmanische Reich ist dann in den darauffolgenden Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen, und 1923 wurde die Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches gegründet. Hier sieht man auch schon Syrien, damals noch unter französischer Besatzung. Im Jahr 1936 wurde Ägypten unabhängig, und hier sieht man auch schon, dass der Staat Irak entstanden ist. Im Jahr 1946 wurde Syrien unabhängig und gründete einen eigenen Staat. Im Jahr 1948 folgte dann die Staatsgründung Israels, und vier Jahre später entstand die Republik Ägypten, komplett unabhängig und als eigenes Staatsgebilde, also auch nur vier Jahre später.
Im Jahr 1967 war der Sechstagekrieg, in dem Israel die Sinai-Halbinsel besetzte, im Jahr darauf aber wieder an Ägypten abgab. Das ist die Situation, wie sie sich uns heute darstellt. Und fast könnte man sagen, ist das die Struktur, die wir auch zu Beginn schon gesehen haben. Deutlich sieht man die Seleukiden, also Syrien und Ägypten, die Ptolemäer und im Norden Griechenland und die Türkei. Ob man die jetzt unbedingt mit Lysimachos und Kassander vergleichen soll, lasse ich mal dahingestellt. Die Bibel geht davon aus, dass in der Endzeit nicht mehr vier Schenkel da sein werden, also vier Diadochen neu aufkommen würden, sondern nur noch zwei Füße. Diese Füße folgen auf die vier Schenkel. Und wenn wir Daniel bis zum Schluss lesen, dann werden in Daniel 11 lediglich die Ptolemäer und die Seleukiden erwähnt. Diese beiden Dynastien werden in Daniel 11 in äußerster Exaktheit und Akkuratesse gezeichnet, sodass wir davon ausgehen können, wenn wir Daniel bis zum Schluss lesen, dass diese beiden, nämlich die Seleukiden und die Ptolemäer, in der Endzeit wieder auftreten und dass diese beiden die beiden Füße sind. Also in der Antike gab es vier Schenkel, Kassander, Lysimachos, Ptolemäus und Seleukus. Und in der Endzeit gibt es nur noch zwei von denen, nämlich die Neoptolemäer, das wäre das heutige Ägypten, und die Neoseleukiden, das wäre das heutige Syrien. Allerdings nicht mehr so groß und so stark, wie sie in der Antike gewesen sind. Denn in unserer antiken Karte sehen wir ja, dass Ägypten damals über eine deutlich größere Ausdehnung verfügte. Noch mehr gilt das für die Seleukiden, die in der Antike ja bis nach Pakistan reichten, bis an die indische Grenze, ein riesiges Reich hatten, während heute Syrien ein Staat ist, der auf das Gebiet des antiken seleukidischen Kernlandes reduziert ist. Und das sagt Daniel auch in seiner Prophetie, denn die beiden Füße sind ja kleiner und schwächer als die beiden Oberschenkel im Standbild. Und das sehen wir in der Endzeit auch, dass Ägypten und Syrien wieder da sind, allerdings kleiner und schwächer als ihre antiken Vorgänger. Aber die Struktur, die wir heute haben und die im Wesentlichen auch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist, nämlich sowohl die Staatsgründung Israels als auch die Staatsgründung Ägyptens und die Staatsgründung Syriens, erfolgten alle in den späten 40er bzw. frühen 50er Jahren, sind jetzt also alle ziemlich genau 70 Jahre alt und passen also sehr, sehr gut zu der Prophetie Daniels, dass zwei der vier Diadochenstaaten in der Endzeit wieder erscheinen, allerdings kleiner und schwächer, als das damals der Fall war. Und interessant ist, dass die alle in einem sehr, sehr engen zeitlichen Zusammenhang gegründet wurden und alle drei ungefähr 70 Jahre alt sind. Ja, das ist natürlich total frappierend, was wir hier finden. Ja. Das sind im Prinzip die Strukturen, die Daniel uns vorher sagt im Standbild. Wir haben Syrien, wir haben Ägypten und natürlich auch den Staat Israel. Alle drei Staaten sind ziemlich genau gleich alt. Die sind sehr, sehr eng, zeitlich eng zusammen vom Zeitpunkt her gegründet worden. Und eigentlich haben wir im Nahen Osten heute die Struktur, die Daniel uns vorhersagt. Das ist ein Hinweis. Das ist etwas, wo wir sagen, wir schauen jetzt nicht in die Weltgeschichte und gucken, was sich da und dort abspielt und versuchen, das in die Bibel reinzuportieren, sondern wir haben Maß genommen in Daniel am Standbild und haben gesagt, in der Endzeit kommen nochmal zwei der vier Diadochenkönige auf. Das sind die Seleukiden und die Ptolemäer. Die kommen schwächer, zwei Füße, keine Schenkel. Und eigentlich haben wir das im Nahen Osten. Ich wollte euch das nur mal einfach so zeigen, mal im Hinterkopf abspeichern, mal gucken, wie weit wir da sind in der Zeit Gottes. Aber ich glaube, dass wenn man den Weg nimmt aus der Bibel in die Weltgeschichte, dass das der richtige Weg ist und nicht umgekehrt. Viele machen es umgekehrt. Die gucken, was da gerade läuft mit der Türkei und mit dem Iran und mit Irak und mit Syrien und so weiter und tragen das in die Bibel rein. Wir machen das genau umgekehrt. Wir schauen, was gibt die Bibel uns an Strukturen vor, und zwar autistisch, bewusst, beschränkt auf die Texte der Bibel. Definieren das in der Bibel, finden in der Bibel eine Struktur, dann gleichen wir die ab und plausibilisieren die an anderen Texten, bevor wir die als richtig auch anerkennen. Dann geht es mal in Bücher wie Jesaja oder noch weiter auch zurück. Und wenn diese Plausibilisierung hält, standhält und belastbar ist, dann nehmen wir die als richtig an. Wir gehen damit auch in die Endzeitreden Jesu und gleichen die mit den Endzeitreden Jesu ab. Und da ist es meiner Meinung nach so, dass man aus den Endzeitreden Jesu allein
ohne Kenntnis aus anderen Bibelstellen nicht so sehr viel anfangen kann. Jesus gibt in den Endzeitreden aber einen ehernen Maßstab vor. Und an seinem Wort, an dem, was er für die Endzeit skizziert, müssen sich alle anderen Dinge messen lassen, die wir von irgendwo aus der Bibel finden und für die Endzeit voraussetzen. Ich glaube, so wird ein Schuh daraus. Ja, wir finden manche Dinge an ganz, ganz anderen Stellen in der Bibel, in Jesaja oder auch im Buch Daniel oder auch in der Offenbarung. Aber alle diese Dinge tragen wir dann zu den Endzeitreden Jesu und gleichen das dann dort ab. Und dann ergibt sich auch ein gutes Bild. So viel mal für heute. Ich fand das ganz interessant und wie gesagt, mal im Hinterkopf einfach abspeichern. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wir wollen ja noch Fortsetzungen machen in dem Buch Jesaja. Wir lesen da Jesaja 7, 8, 9, 10 uns mal durch und gucken mal, wie das zusammenpasst mit dem, was wir gefunden haben. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen, bleibt gesund und bis bald.